wenn Sie herausragende Köpfe suchen. Ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Am Sonntag geht die Saison los für den FC Remscheid im Niederrhein-Pokal bei SV Adler Osterfeld und der Trainer des FC Remscheids, Ingmar Putz, bei mir. Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Ja, letztendlich sieht man Sonntag, wie zufrieden man damit sein kann. Ja, unterm Strich, so wie sie ganz abgelaufen ist, bin ich natürlich nicht zufrieden. Ja, also wir hatten sehr viel Verletzte, dann den einen oder anderen Urlauber, was eigentlich nicht so eingeplant war, aber ich sage, dadurch, dass wir natürlich erst spät planen konnten, mussten wir den einen oder anderen Kompromiss schon eingehen. Ja. Und dann letztendlich die Jungs, die haben mitgezogen, ja, sind jetzt knapp sechs Wochen dran und ja, Sonntag zählt. Genau, Sonntag zählt. Der FC Remscheid geht als Favorit rein in dieses Spiel. Ist das eine besondere Bürde, eine extra Last auf dem Verein, auf der Mannschaft im ersten Pflichtspiel der Saison? Nee, ich denke mal, wenn man jetzt gegen Klassenniedrigen spielt, dann ist man der Favorit, da kannst du erzählen, was du willst. Fakt ist, wir werden auf eine spielerisch gute Mannschaft treffen, ja, ganz klar. Schon über Jahre jetzt auch in der Bezirksliga, Landesliga, die haben immer gute Jungs gehabt, die dann später in anderen Vereinen dann auch gute Rollen übernommen haben. Ich glaube, sie hatten auch in der Vorbereitung ein bisschen Verletzungsprobleme, auch Urlauber, ist halt in den Ligen, ist das halt so. Aber für uns ist das definitiv keine Bürde. Ich denke mal, wir müssen eine Runde weiterkommen, ja, um letztendlich vielleicht in der nächsten Runde einen größeren zu bekommen, damit man hier wieder was ins Stadion reinbekommt. Letztendlich, wenn wir Zuschauer hier reinkriegen, dann hat der Verein vielleicht auch 3-4 Euro mehr in der Tasche. Die Jungs scheinen ja Spaß zu haben beim Training. Das ist dann gut zu sehen als Trainer. Darüber freut man sich, ne? Gewisser Spaß sollte sein, aber letztendlich nicht zu viel. Ja, also wichtig ist, dass wir genau den Mix finden, ja, dass wir Spaß an der Sache haben, ja, aber trotzdem dann im entscheidenden Augenblick dann auch konzentriert zur Sache gehen, weil Sonntag wird uns definitiv alles abverlangt werden. Es kommt ja auch ein Fanbus mit Remscheider Fans. Wie schön ist das denn, dass der FCR dann doch noch zieht? Finde ich super. Das habe ich den Jungs letzte Woche schon gesagt, als es hieß, zwei Wochen vorher, dass der Bus schon ausverkauft ist. Ja, ich glaube, da gibt es nicht viele Mannschaften, ja, die sowas aufbieten können. Und letztendlich sind wir dann halt letztendlich auch in der Pflicht, nicht nur für den Verein, sondern auch für die, die immer zahlreich auf die Auswärtsplätze mitkommen. Dankeschön, Ingmar, für dieses Gespräch. Also am Sonntag zählt es für den FC Remscheid. Es geht los mit dem Spiel im Niederrhein-Pokal bei Adler Osterfeld um 15 Uhr in Oberhausen.